Freunde, wie steckt in den Klemmbaustein? Zum Glück gibt es neue Klemmbausteinsets. Herzlich willkommen, Servus Christian. Servus. Willkommen zurück und wir schauen uns heute neue Sachen an von Wangi. Ja. Und von Grobi. Ja. Ganz schlicht und einfach, aber von Wangi gibt es eine ganze Menge. Es gab eine Zeit lang nichts bei mir, aus Gründen, jetzt gibt es im Prinzip alles, fast alles. Aber die bringen dann immer wieder Zeug raus. Unglaublich. Es gibt auch Platten. Platten hat eh jeder bisweilen. Aber wenn ihr Platten braucht, also ich rede davon von Baseplates in verschiedensten Varianten und Größen und Farben, alles vorhanden. Alles, was Spaß macht. Oder auch nicht. Plattenservice. Plattenservice. Ist nämlich wirklich toll. Ich verkaufe viele Blumen und viele Platten. Na bitte. Gegenüber ist ein Blumengeschäft, neben mir ist ein Plattengeschäft. Das ist eine Symbiose. Wahnsinn. Ja, Wangi ist für Architektur bekannt. Mhm. Und entsprechend haben wir auch viele Architektursets. Wollen wir uns die anschauen? Vielleicht können wir ein bisschen was drüber reden. Ja. Vielleicht auch nicht. Da würde ich jetzt mal rausziehen, weil da kommst du nicht hin. Ne? Okay, dann fangen wir damit an. Ja. Na gut. Einfach von. Ja? Achso, weißt du, ja, macht ja nichts. Wurscht. Wir haben hier den Turret of Palace Museum. Was kannst du da erzählen? Nichts. Ja. So fange ich es nämlich an. Ja, auch er ist nicht allwissend. Schade, ja. Ja, das ist richtig. Wie ausschaut, ist das ein Turm der verbotenen Stadt? Das könnte tatsächlich stimmen. Ne? Wenn man natürlich hier hinten dann die Übersetzung auch mitliest, die unten drunter steht. Ja. Und natürlich noch von dem Beijing drauf wird es wohl nicht die verbotene Stadt sein. Anzunehmen, ja. Ein Set, wenn man möchte, kann man sich das holen. Schaut schon irgendwie cool aus. Bedruckte Steine hat es. Spätestens jetzt natürlich fängt es auch an, weil man hat hier diese blauen Sachen, die kennt man schon von einem anderen Hersteller, der mit K anfängt und mit Play aufhört. Ja, das wollte ich tatsächlich erwähnen. Das könnte vielleicht sogar noch eine Spur cooler sein. Das ist, glaube ich, ein bisschen größer als die anderen Sachen. Ja. Das ist richtig, ja. Wir gehen nach Frankreich. Oui. Nach Paris, zu Villa Savoy, ein bisschen runter, sonst sieht man es nicht. Ja, super. Ein relativ modernes Gebäude, modern ist relativ, aber moderner als das, was wir gerade hatten. Hat ein bisschen was von 70er Jahre schick. Nein, sogar 50er. Okay. Ja, ein Kasten halt. Mit ein paar Blümchen oben drauf. Wie gesagt, kann man das Dach abnehmen, damit man ein bisschen reinschauen kann. Das ist tatsächlich ein Novum ein bisschen, weil auch wenn Wangi bisweilen natürlich zum Beispiel das französische Landhaus und so weiter wirklich Gebäude gebaut hat, die eine Inneneinrichtung vertragen hätten können, haben sie das aber nicht wirklich gemacht. Hier scheint es modular, ist es modular? Drehen wir es mal um. Also man kann zumindest mal das Dach abnehmen und wie es ausschaut, sind auch drinnen dann ist das eine Möblierung angedeutet? Genau, da sind ein paar Möbel. Man hat eben das klassische Verfahren, dass man das gefliest hat und da und dort ein paar Jumper oder halt 1x1er Plates, um dann eben das Dach abnehmen zu können. Okay, ist neu für mich, muss ich gestehen. Das Gebäude. Acquired Taste. Schaut ein bisschen, ja. Es hat ein bisschen Rosenhügel-Charme und das ist für uns halt nicht so geil. Ne? Rosenhügel, sagt man das? Ja, OF. OF, ja, der kommt von der Optik hin, das ist natürlich richtig, ja. Also das ist die Wirkstätte des öffentlichen Rundfunks. Tatsächlich sogar. Dann haben wir ein Pavillon. Ah, Pavillon. Mit einem Bäumchen. Pavillon von Schuchard. Ne? Mhm. So in der Richtung. Ivar Tink, das ist ein Ding, so ein Pavillon. Pavillon Tink. Na, der Ivan Tink Pavillon von Changsha in China. Mhm. Ist jetzt luftig. Ja, wie es ausschaut, halt vermutlich, weil es dort sehr warm vielleicht ist im Sommer. Mhm. Man baut ein bisschen was, das ist halt, glaube ich, wieder mal das, was man als Acquired Taste bezeichnen kann. Man muss, glaube ich, Bäume mögen, man muss halt die Architektur eines Pavillons mögen. Mhm. Und ja. Da sehe ich halt jetzt auch diese ganzen Zeichen, die über mehrere Steine drüber gehen. Ich könnte glauben, dass das sogar Sticker wären. Mhm. Wangi macht sehr selten Sticker, aber es soll vorkommen. Es soll tatsächlich vorkommen. Wäre natürlich nicht so geil, man könnte die aber auch wirklich weglassen. Ja, ich weiß nicht, was da steht. Müsste man vielleicht durch einen Übersetzer durchlaufen. Man könnte das tun. Und der speibt sich dann an, weil Kontext fehlt. Zu viel des Guten. Dann schauen wir uns Namen de Moon an, bitte. Ah, das darf ich jetzt. Namen de Moon. Dann Name de Moon ich einmal. Man weiß es wirklich nicht, was das ist, aber in Korea, in Seoul ist das und sie heben extra das Türendesign hervor, okay. Kann man machen, oder? Und auch die Treppen. Ja. Tatsächlich ist das ein interessantes, traditionell
asiatisches Gebäude. Und ein bisschen koreanisch angehaucht, wie es in Seoul steht. Die Farbwahl ist einmal ein bisschen anders, so violett-schwarz. Ganz okay eigentlich. Ganz lieb eigentlich. Ganz ja, lieb. Ist ja wieder mal so ein Tor halt dann mit dem Pagodendach. Ja. Das muss man natürlich auch halt mögen. Ja, das ist richtig. Aber wenn man sowas mag, dann hat man da genug Auswahl bei Wangi. Also da gibt es mittlerweile sehr, sehr vieles davon. Mhm. Aber ja, du hast recht, man muss es halt schon mögen. Ne? Oben natürlich auch dann diese beiden Schutzviecherle auf dem Dach selber oben. Genau, diese Roof-Decoration-Geschichten, ja. Die schauen auch recht interessant aus. Ja. Ganz lieb. Genau. Kommen wir zu einem berühmt-berüchtigten Set oder Gebäude, das jetzt ein bisschen in Schlagzeilen war vor einiger Zeit, nämlich das Kapitol, das man bisweilen gerne in Amerika erstürmt. Ja, weißt du, was es umsonst gibt? Nein. Na, Demokratie gibt es nicht umsonst. Da gibt es auch immer Verlierer. Manche mhm. wollen halt nicht verlieren. Aber macht ja nichts. Es war rigged. Es war rigged. Mhm. Bigly. Mhm. Ich bin da gerade humoristisch angetan. Ja. Wir haben hier Englisch und darunter dann Spanisch. Ja, natürlich. Das ist schon nicht schlecht, ja. El Chapo Capitol. Und eigentlich ein schönes Gebäude. Ja. Das Grün irgendwie nicht ganz passend, wie ich finde. Andererseits weiß es natürlich. Es wirkt ein bisschen arg in, halt ja, von in dem CGI-Renderbild wirkt es ein bisschen arg ja. gerade. Ja. Aber einmal ein Gebäude, was, mit dem wir auch was anfangen, also eher. Ja, ja. Man muss vielleicht nur aufpassen, dass wenn man sich das kauft, man nicht dann auf der FBI-Shortliste landet. Man könnte ja damit was planen. Ist richtig. Also wenn ihr, wenn euch dann die Einreise nach Amerika verwehrt bleibt, dann bitte nicht sich bei uns beschweren. Wir haben euch gewarnt. Es kann natürlich sein, dass das zu Problemen führt. Zu Recht. Zu Recht. Und wenn man solche Probleme hat, dann hilft nur eines. Jesus. Und damit meinen wir jetzt keinen guten Bowling-Spieler von der Big Lebowski, sondern wir meinen den Erlöser himself. Wir müssen aufpassen, ja. dass wir nicht blasphemisch werden. Manche Dinge, da macht man keine Witze. Ja. Nicht einmal über Jesus. Genau. Ja, eine berühmte Statue. Manche sagen, die ist jetzt nicht so gut gelungen. Ich finde sie okay. Das Gesicht ist... Da kann man debattieren, aber ich glaube, wir hatten ja auch das Problem schon bei anderen Herstellern, sagen wir mal, mit dieser Freiheitsstatue. Ja, ja, das kann man einfach nicht besser hinbekommen, denke ich. Weiß ich nicht. So, natürlich das Gebäude, oder ist ja kein Gebäude, die Statue ist natürlich ein sehr berühmtes Monument, das auch sehr gerne besucht wird, sehr postkartenidyllisch ist und hat natürlich schon für den christlichen Glauben einen großen Stellenwert. Und vor allem in Südamerika natürlich. Das hat so den Charakter von Transformer Jesus. Ja, ja, es hat halt schon, ich sehe schon den Planet der Androiden. Ah, diese Schweine, sie haben es wirklich getan. Sie haben es wirklich getan. Ja. Da fahren wir noch was anderes, nämlich die Space Needle in Frisco. Ist die in Frisco? Nein, in Seattle. Die ist in Seattle. In Seattle. Ja. Das ist, glaube ich, was für, wie nennt sich das, Advanced User, für Experten. Ich denke mal, man braucht hier sehr viel Fingerspitzengefühl, man muss hier sehr zaghaft und sorgfältig klemmen und wenn es einmal steht, sollte man es auch nicht mehr angreifen. Wenn man das möchte, bitte baut das. Es ist jetzt nichts für einen gemütlichen Abend, denke ich. Also ich kenne solche Türme von Wangi, die haben ihre Momente, wie du so schön sagst, die, ja, die sind motivierend. Mhm, da muss man dann die Geduld mitbringen, weil sonst kommt der böse Kremlin raus und alles ist unvorteilhaft. Ja. Aber ja, warum nicht? Besser als nichts. Ja, Zollabgaben müssen geleistet werden ab ja. und zu. Es muss auch mal ein bisschen Zoll bezahlt werden. Uns geht es eh allen so schlecht. Und da haben wir jetzt ein berühmtes Zollgebäude in Shanghai, ja. in China. Ja, vermutlich 1927, das heißt architektonisch, ja, boah, fällt mir gerade nicht ein, wo es daherkommt. Ich glaube, dieses Art Deco ist es einmal nicht. Ich schätze mal so britischer Jugend, dieser britische Stil so um die Jahrhundertwende. Was war das da mit der Queen Anne, sowas in ja. die Richtung? Ja. Ich muss sagen, ich weiß das nicht. Mir fällt es auch gerade nicht ein. Ich habe mich nicht vorbereitet. Mein Architekturbuch habe ich nicht nachgeschaut. Man kann hier natürlich sagen, das Gebäude kann ja trotzdem gefallen. Das muss ja der Ursprung und der Zweck ja nicht unbedingt relevant sein. Das Gebäude kann gefallen. Und hier wird man wohl vermutlich auch keine Probleme haben beim Bauen. Also das wird ja. schon einfach flüssig von der Hand gehen. Ich habe
Ich habe noch sehr viel Spaß mit dem Foto. Wieso denn? Nein, das ist JPEG der Tod. Ja, das ist richtig. Also da hat jemand halt dann ja, ein Upsi gemacht. Ja. Da war der Grafikdesigner auch beschäftigt. Ja, es wird ja wurscht sein, denkt man sich. Ne? Ja. Es wird wirklich zu wurscht sein. Ich sehe gerade, ein Set fehlt. Und das eine Set fehlt und das ist halt sehr, sehr schlecht, weil ich hätte nämlich auch einen Witz machen wollen. Was denn? Da gibt es halt keinen Witz. Was fehlt denn? Wir sind noch nicht fertig. Ich weiß, aber ich sehe schon, dass es fehlt. Aber macht doch nichts. Chayu Pass. Das schaut ein bisschen so aus wie das andere vorhin, ne? Ein bisschen, ja. Er hat dieselbe, dürfte dieselbe Dynastie oder wie auch immer sein, weil es ist wieder schwarz-violett mit so diesem beigen Unterbau, keine Ahnung, ist jetzt in Gansu. Ja, sowieso auch schon Teil der großen Mauer. Wirklich, okay. Steht da. It's one of the main passes of the Great Wall. Also vermutlich so ein, weiß nicht, wie wir sagen, so ein Durchgangshaus, ja, halt Tor. Ja, 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 ja. Okay, war gut. Macht Sinn. Weiß nicht, ob sie Sinn macht, aber ich sag's halt mal. Auch hier haben wir ein paar nette Elemente, ein paar nette Teile, die man so jetzt nicht überall hat. Kann man Spaß dran haben. Violett ist wieder dabei. Violett ist natürlich dabei. Aber auch diese, ich meine, diese Fenster sind jetzt nicht mehr so außergewöhnlich. Die gibt es schon öfters mal. Aber warum auch nicht? Ja. Ein bisschen dunkelrot ist dabei und so. Ganz nice. Das ist falsch. Oder? Ja, ist es. Jetzt ist es richtig. Danke. Bitte. Mach mal Urlaub in Griechenland. Ist ja heuer eine beliebte Urlaubsdestination, deswegen ist es sehr teuer geworden. Griechenland war einmal fast schon ein billiges Urlaubsland, wo man für ein paar Euro wirklich gut leben konnte. Ist nicht mehr so, gerade heuer nicht. Nach Corona, alle wollen in Urlaub. Sie gehen in ein billiges Land und das wird halt dann Angebot und Nachfrage teuer. Welche Überraschung. Santorini ist ja eine Insel. Eine sichelförmige Insel, weil es früher dann einen Vulkan gab und er hat eben auch diese mittlerweile sichelförmige Insel dann geformt und entsprechend hat man hier eigentlich auch ein anderes Gestein, was man hier sieht. Also der Strand so existiert nicht. Warum ich das weiß, ich habe da mit dem Herrn Carrico ein Video gemacht, das wird auch mal online gehen, da wird euch das noch ganz, ganz genau erklären. Besonderheit bei dem Set sieht man vielleicht hier wieder mal nicht nur ein Gebäude dargestellt, sondern eine, man kann sagen, eine Szenerie, einfach ein Bereich, ähnlich wie von Cista, Lissabon oder Venedig wird hier eben Santorini dargestellt. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Das hätte ich gerne öfters, um ehrlich zu sein. Ne? Ja, ich glaube, das ist ganz lieb. Die Farben sind geschmacklich, muss man sich anschauen. Ihr habt das halt nur einmal gesehen, es gibt in der Nähe von Athen ja auch so eine Gegend, wo Häuser so gebaut sind, ja, okay. Diesen sehr weißen. Das ist natürlich auch dann, ja, da kann man sich auch dort einmal kurz dann noch anschauen, wenn man möchte. Ja. Das Weiß hat natürlich schon noch den Punkt, dass man eben damit Sonne reflektieren kann und so weiter, logischerweise. Aber ja, ganz lieb. Mir gefällt das sehr, sehr gut. In echt schaut das wirklich schön aus. Ja, die Farben sind ein bisschen pastellig, aber das ist generell bei Wangi so. Ne? Oder wie ist da deine Erfahrung? Ja, also die Farben sind stellenweise ein bisschen eigen. Ja, ist richtig. Und die Steine selber als solches sind ebenfalls ein bisschen eigen, aber... Wobei, jetzt die Frage, ob sich... Also ist immer noch eigentlich so, dass sie das gebessert oder verschlechtert? Oder? Ich bin mir ein, sie haben sich gebessert. Ja, also bitte. Es knarzen nicht mehr so, aber vielleicht ist es mal eine Einbildung. Von Dr. Farnsworth von Futurama haben wir das Gebäude. Das ist das Farnsworth Haus, das ist sein Wochenenddomizil. Da schaut so aus wie das Haus aus einem dieser Batman-Filme da mit Ben Affleck. Wo er irgendwann dann umeinander hockt, weil dann das Wayne Manor abgebrannt ist, diese Batman vs. Superman-Geschichte, wo er drinnen wohnt. Okay. Ja, also in Wahrheit, okay, es hat nichts mit dem Dr. Farnsworth zu tun. Vielleicht war er Doktor, aber es ist nicht dieser Doktor. Ein sehr, wie soll ich sagen, in der Steinanzahl ein sehr kleines Set, also das kriegt man auch für kleineres Geld als diese Standardpreise. Man kriegt halt dann nicht so viel, aber dennoch schaut es lustig und gut aus, ja, bitte. Ich habe nur sehr viel Spaß mit dem ersten Satz der Einleitung. This article is about the Ludwig Mies van der Rohe House in Plano, Illinois. Father uses C. Farnsworth House. Okay, 1:1 copy and paste. Man hat sich hier an Wikipedia bedient, das, was man dir immer vorwirft, was aber nicht stimmt. Andere machen es aber auch, 1:1. Man liest sich gar nicht den Text durch. Man kopiert einfach den ersten, zweiten Absatz und wird ja richtig und gut sein.
Kann man so machen. Wenigstens aber hier Konsistenz mit den JPEG-Artefakten. Ja, es ist richtig. Das ist schon wirklich weird. Wange, bitte. Ja. Ein bisschen. Man kann auch ein bisschen brav sein und sich ein bisschen bemühen. Aber vielleicht auch nicht. Ja gut, die Helden sind gefallen. Falling Water. Bisschen schwerer als das andere. Persönlich, das hätte ich auch ein bisschen teurer, weil mehr Teile und so weiter drin sind. Persönlich empfinde ich das durchaus ansprechend. Ich meine, das Gebäude selber ist schön aufgebaut mit verschiedenen Ebenen und Strukturen. Du hast einen Wasserfall natürlich. Du hast hier Dark Red, was mir persönlich sehr gut gefällt. Gesteinsformationen. Ich finde das sehr hübsch. Ich gebe es zu. Ich finde das wirklich ansprechend. Viktorianisch. Das ja, ist das. Nein, das ist nicht viktorianisch. Das Customs House war. Ja, genau. Ja. Vermutlich. Ja. Das ist vermutlich eher etwas moderner. Das wird wohl ein bisschen moderner sein von Pennsylvania. Ja. Optisch sehr lieb. Ich find's wirklich ansprechend, muss ich gestehen. Da fällt mir nicht einmal irgendein geförderter Witz ein, weil... Aber vielleicht fällt dir jetzt was ein, wir gehen in den Tempel des Konfuzius. Was der sagt, ist mir ja dreimal wurscht, ne? Quasi. In Nanjing, in China. Und von der Farbwahl her hat's mich natürlich sofort, weil auch hier haben wir sehr viel Dark Red. Und das gefällt mir einfach, dieses Holz wird eben da dargestellt, was man zum Beispiel auch in der Linzberg-Asia-Therme hat. Also so ein Balken, wie man hier sieht, den gibt es auch in der Linzberg-Asia-Therme. Nona ist ja auch eine Asia-Therme. Mhm. Hier diese Drachen und da gibt es verschiedene Tierchen am Rand. Mhm. Da bei diese Abschlüsse von den Dach-Ecken. Ist doch hübsch. Ja, das sind halt so, glaube ich, Schutztiere, die halt dann das Gebäude schützen sollen. Ist richtig, aber normalerweise werden die immer mit 1, 2, 3 Bricks dargestellt Du musst wissen, was das ist, um es zu sehen. Aber hier hast du halt Formteile. Kann man natürlich. Ja. Wir haben auch oben dann die beiden Wasserspeier, die halt dann das Gebäude vor Blitzeinschlägen schützen sollen. Der Konfuzius vorne, der ist halt nur sehr, sehr rudimentär angedeutet. Aber gut, ja, ich meine, was soll man da jetzt machen? Ja, es ist hübsch irgendwie. Ja, ja, ich finde es adäquat. Adäquat trifft es, genau. Ein schönes Wort hast du da verwendet. Na bitte, mein Thesaurus, den ich mir nicht gekauft habe, hilft mir ungemein. Ja, das Guggenheim-Museum, das ist natürlich dann auch wieder ein bisschen... eigener. Da haben wir wieder ein bisschen so UNO Center und OAF Zentrale. Partie. Amerika, New York, Guggenheim kennt man, hat viel geleistet. Bisschen spacig. Es ist ein bisschen spacig, ja. Muss einem gefallen. Es passiert ein bisschen was. Ich finde es schön, dass sie da unten die Autos und die LKWs mit einem Riesenscheinwerfer vorne darstellen. Das hat ein bisschen was. Der schaut irgendwie aus wie wenn es ein Dr. Plankton auf die Fresse geschmissen hätte. Aber, ja. Na? Ja. Kann man ja sich auch ins Regal stellen. Genau. So. Das war's. Es hätte noch ein Set gefehlt, aber dafür war zu wenig Platz. Das wäre nämlich der Witz gewesen. Zu wenig, nämlich es ist wieder ein asiatisches Set, das heißt zu wenig Pavillon. Aber dafür war zu wenig Platz. Ja, macht ja nichts. Gehen wir in die Kunst. Ich bin tatsächlich, viele glauben, ich bin ein Saupolet und die Leute haben recht, aber ich bin dennoch Kunst interessiert. Ja, und ich mag wirklich Kunst. Ich kann da wirklich sehr viel davon ab. Hier haben wir etwas, das sind ja einfach Mosaike von großartigen Bildern von Meistern vergangener Zeiten. Hier haben wir zum Beispiel Sonnenblumen, das müsste eigentlich der Van Gogh sein, glaube ich. Sonnenblumen von Van Gogh. Schauen wir uns mal die Rückseite an. Und dann haben wir noch ein paar mehr davon. Natürlich. Genau, da sieht man auch schon ein bisschen einen Spoiler, was noch kommt, aber ja, das gibt es von mir, danke. Mosaike, ich glaube, da brauche ich nicht viel sagen. Man hat einfach diese runden Steindall und man setzt das einfach, kann sehr meditativ sein. Die Frau mit den blauen Ohrringen. Von einem niederländischen Maler, da habe ich den Namen jetzt nicht im Kopf, aber macht ja nichts. Mosaike kann man mögen, von der Nähe her ist es natürlich nicht so schön, aber von der Weite wirkt das natürlich ganz, ganz toll, gefällt mir sehr, sehr gut. Ja,
Sternennacht, eines der bekanntesten Bilder. Diese Wirbel sind natürlich ein durchaus ein Zeichen, ein Markenzeichen gewesen. The Starry Night. Schön, schön, schön. Und zum Abschluss natürlich ein Klassiker der Porträtkunst. Wir haben hier die Mona Lisa. Ob sie jetzt lacht oder nicht lacht, wo sie hinschaut, das sind alles Fragen, über die werden sich noch zukünftige Generationen unnötigerweise fast schon unterhalten müssen. Oder auch nicht. Warum es genau das Bild geschafft hat, so berühmt zu werden und andere nicht, man weiß es nicht. Frag mich nicht. Ja. Ich weiß es auch nicht. Du bist nicht so ein Kunstliebhaber, oder? Es kommt drauf an. Wir waren in meinem Kurzurlaub dann im Museum für moderne Kunst in Madrid. Mhm. Da gab es natürlich auch dann, wie der jetzt heißt, der Picasso? Picasso. Ja, Picasso. Das heißt, wenn man uns von Picasso das angeschaut, was er gemalt hat, ja. Wegen zu Beginn des Franco-Regimes, glaube ich, war das, wo halt dann dieser Esel halt dann irgendwie stirbt. Mhm. Das haben wir uns angeschaut, das war sehr groß, sehr beeindruckend. Wir haben uns auch was angeschaut von Dalí, das war fragwürdig. Aber zum Beispiel diese sehr moderne neue Kunst, wo irgendwie halberte Eierschalen auf einen Bilderrahmen draufgeklebt sind, da bin ich ausgestiegen, das muss ich zugeben. Ja. Es gibt manche Dinge, wo ich mir denke, wo dann die Leute, da gab es ja nicht vor unlängst, sag ich mal, einen Artikel, wo Leute in einem Museum oder in so einer Ausstellung, da gab es eine Brille am Boden und die haben die fotografiert, weil sie gedacht haben, das ist eine Installation. Dabei hat nur jemand die Brille vergessen. Naja, so Sachen gibt's. Ja. Ein kleines Wuzi-Wuzi-Set. Ein sehr kleines Set, noch zum Abschluss, glaube ich, Sydney, oder? Sydney Opera, wahrscheinlich das größte Set bis dato von Wangi, zumindest in meinem Laden, das Sydney Opernhaus, ein mächtig riesiges Set. Knappe 3000 Teile. Hat seine Momente angeblich, also wir haben hier nicht immer eine Farbtreue, ich gebe es zu, zumindest von den Kunden, von den einem Kunden, vom Erich, schöne Grüße, der das gebaut hat, hat das gemeint. Da oben, da muss man ein bisschen aufpassen, das ist nicht immer ganz so super toll zum Bauen, aber bei der Form denke ich mir, dass man da ein bisschen filigraner arbeiten muss. Die Rückseite muss nicht jetzt sagen, es ist dasselbe. Nein, das passt schon, ja. Ja. Wenn man einen riesen Klopper haben möchte, dann macht man das. Wir haben noch 4 Sets, nämlich diese für die Kinder, diese mechanischen Sets. Technik für die ganz Kleinen. Sie früh an diese Materie heranbringen, kann nicht schaden. Für ein paar wenige Euro, für ein paar wenige Teile bekommt man hier einfach Grundprinzipien der Physik dargestellt. Können die Kinder nachbauen, können die Kinder umbauen und sich dann mal das erste Set wagen. Natürlich könnte man sagen, hey, ein Kadertechnik-Set, das ist ja viel geiler, viel cooler. Ja, schon, aber das baut man einfach und gut ist. Hier lernt man wirklich Grundprinzipien. Man kann das tatsächlich vielleicht, liebe Lehrer, in der Volksschule in Unterricht einbauen. Wäre mal zum Beispiel ein Thema. Oder man kann das vielleicht auf eine andere Art und Weise einbauen. Ich werde mal mit dem Verein reden, mit dem Helfenden Stein. Vielleicht wollen wir das bei einer Ausstellung, vielleicht wollen wir da eine Physikecke mal schaffen. Vielleicht sogar mit der Hilfe von einem Professor. Super. Vielleicht kennen wir da einen. Ja, klar. Ich weiß es nicht. Kann man sich anschauen, ja. Mal nach, ob wir die kann man sich Sachen anschauen. Das heißt, dererlei gibt es 4. Und da haben wir zum Beispiel einen Lift, denke ich, wird das sein. Ich hoffe mal, dass es ein Lift ist und keine Guillotine. Naja, gut, das muss man den Kindern nicht beibringen. Richtig. Es gibt einen Lift und es gibt dann so Wippen. Es ist einfach dieses Prinzip, was man... Ich habe ein Faible für sowas, weil ich bin der Meinung, es ist ein nettes Hobby, es ist ein nettes Spielzeug, hat aber auch einen Lerneffekt. Und hier hat man einfache Instrumente. Sicher kann man die auch von der Brickwall sich zusammensuchen, ja, keine Frage, aber... Ja, kann man sich auch einfach für ein paar weniger Euros einfach so mitnehmen. Da haben wir auch irgendwie im Prinzip Dinge, die sich drehen. Ja, es steht ja auch wirklich drauf. Also du lässt dir Speed, also die Variablen geschwinden. Das kann man nicht lernen. Der Autoübersetzer hat da versagt. Haben wir noch irgendwie Nummer 3 da? Das schauen wir mal nach, ob das dritte ist. Du musst deine Hose ein bisschen hochziehen. Ja, ich weiß. Nein, das ist dieselbe. Muss ich dich jetzt verpixeln oder was? Bitte, du musst sowieso Dinge verpixeln. Du bist kein Gangster-Rapper. Noch nicht. Es gibt 4 eigentlich. Aber macht nichts. Eins haben wir schon gehabt. Ja, wir machen einen kurzen Cut, damit er sich wieder schön anziehen kann, weil das geht ja so überhaupt nicht.
Ich weiß gar nicht, wie man einen schwarzen Balken. Muss man das jetzt extra anschauen wegen dir? Wie man einen schwarzen Balken einfügt. Bitte. Eigentlich wollte ich heute ins Wochenende gehen. Es tut mir leid. Ich weiß ja nicht, wie das geht. Einen schwarzen Balken einfügen. Naja. Vor allem so einen großen. Und das muss halt dann auch was ausschauen auch. Ja, muss den Smiley drauf machen. Vielleicht werde ich. Ein Geweih. Ja, vielleicht werde ich ein Geweih machen. Ja. Oder einen Elefantenrüssel. Ich werde mir schon was einfallen lassen. Wir machen einen kurzen Cut und dann schauen wir uns ein paar Neuigkeiten von Kobi an. Bis gleich. Ja, willkommen zurück zum nächsten Segment. Wir schauen uns ein bisschen was von Kobi an. Bisschen was. Ihr wisst ja Bescheid, oder? Muss man nicht immer erwähnen. Ich mache es aber trotzdem. Immer wenn ich sage, das muss man nicht extra erwähnen, dann erwähne ich es trotzdem. Gut. Man müsste es halt nicht, aber ich mache es trotzdem. Kobi kommt immer wieder mal. Ne? Es kommt immer wieder mal. Mittlerweile ist es bei Kobi so, dass es da bestimmte Mindestmenge gibt, die sich erhöht hat. Das heißt, es kommt nicht mehr so fluent, wie es einmal kam, weil wie viel braucht man? Ne? Gefühlt verkauft ja auch jeder Kobi, sogar der Kreisler ums Eck. Und dann wird es halt schwierig. Ne? Aber es kommt immer wieder mal was. Warum bloß? Ja, ich habe keine Ahnung warum. Ja, das ist schwierig, das Ganze ist schwierig. Ein paar neue Sachen gibt es halt. Schauen wir es uns an. Ne? Schauen wir es uns an. Beginnen wir mal mit etwas Großem. Aufpassen, wie du dich bückst. Wir haben hier wieder einen Manta. Einen Manta. Coupé. Oder nein? AGT-E. Doch, ein zweiter Coupé. Ich weiß es wirklich nicht. Da, die Feuerwehr kommt. Sehen Sie nicht, dass wir da drehen? Nein, macht ja nichts. Ja, macht ja wirklich nichts. Ein Manta, der durchaus interessant ist. Ein bisschen andere, spannendere Farbe. Keine Ahnung, warum. Die vielleicht wird, irgendein, weiß ich nicht. Die wird vielleicht schon eine Tradition haben, ich weiß es auch nicht. Wir wissen es beide nicht. Warum ein Manta? Warum ein Manta? Weil halt Opel-Lizenz und ein für den deutschen Markt wichtiges Fahrzeug. Mit ja, sehr vielen Fans. Ich weiß eh. Ist ja eh okay. Schaut auch eigentlich recht schnittig aus, muss man wirklich gestehen. Für damalige Verhältnisse sowieso. Ne? Ja, ich glaube auch die Umsetzung scheint ganz okay zu sein. Ja, ja. Mittlerweile hat Kobi das draußen. Also dieses Format, diese Art von Sets, die glaub, sind die alle zu empfehlen. Kinder, die Kinderkrankheiten mit dem Trabi haben sich, glaube ich, ausgetrabit und ja. Man kann, glaube ich, jetzt relativ glücklich sein, was man das noch macht. Definitiv. Aufgrund der Kobi-Steine, die halt ihre eigenen Formen noch haben, kann man da ein paar sehr spannende Sachen machen. Ich glaube, ich rechne damit, ja, man sieht es auch hier oben, dass dann der Boden halt wieder als Wand gebaut ist, die man dann umlegt. Also ja, kann man machen. Auch absolut zu empfehlen. Sicher nice. Ja. Wir haben eine Spezialisten, ein bisschen andere Geschichte eine halt. Eine Kawasaki, ja. Eine Hin, also eine Tony. Hübsches Flugzeug eigentlich. Ne? Wiederauflage, die gab es schon, glaube ich, schon mal in der Vergangenheit. Kobi hat einen neuen Schmäh sich ausgedacht, nämlich Maschinen, die halt bei den Flügeln nicht ganz gerade sind. Können sie jetzt auch schon andeuten. Man sieht das hier oben dann noch kurz. Werden wir vielleicht herzeigen, wenn wir uns die Focke Wulf anschauen. Ein drittes Mal, ne? Ich rechne auch damit, dass wir nächstes Jahr auch dann die Neuauflage der Spitfire mit dem Schmäh bekommen werden. Probably. Wie gut. Der Engländer sagt. Schauen wir uns an. Ja. Eine Lockheed Hercules. Die schaut schon nice aus. Die gibt es in zweierlei. Wir haben sie hier mal in der Super Hercules Version. Also die ist noch einmal suppriger als die normale. Die normale ist schon super, aber das ist die supprige. Ein Transportflugzeug? Ja. Ein Transportflugzeug. Es gab natürlich auch dann diese etwas seltsame Variante, wo man halt die Transportvariante rausgenommen hat und Geschütze reingebaut hat, mit denen man auf den Boden schießen kann. Kann man natürlich schon tun, ja. Ein bisschen zweckentfremdend, ja. Wenn du mich fragst, aber das Ding ist sehr, sehr groß. Also wir reden hier von einer Flügelspannweite von 70 cm. Ja. 70,5 cm. Boah. Der Platz musste für dich da sein. Richtig. Da wird es demnächst auch ein Video geben mit dem Simon. Ja, auch wenn der Simon nicht mehr meine Samstagskraft ist. Videos machen wir trotzdem noch ab und zu und das wird passieren. Hier das Ganze noch einmal in weiß. Genau. Das ist die normale, in Anführungszeichen, Version. Wir haben ja auch welche davon, richtig? Richtig. Wir? Also das österreichische? Ja. Genau. Einer oder zwei davon müssten wir ja haben. Ist auch gut im Einsatz, wenn es darum geht, eben Leute aus anderen Gebieten zurückzuholen und solche Dinge. Da passiert das dann schon mit der Herkules. Ja, kann man schon machen. Dafür ist sie auch konzipiert. Mhm. Schönes Ding.
ein bisschen äußerst spezielle Geschichte, dass sich Kobi dafür hergegeben hat. Da hätte man vielleicht seine Kapazitäten anders sich nehmen können. Wir haben hier einen Trainer, also ein Ausbildungsflugzeug, den BAE Hawk T1. Davon gibt es auch, glaube ich, dann noch eine zweite Variante in Rot. Und dann noch wird. Eine dritte in Grau. Für die Franzosen? Ja. Ja. Ich glaube in Blau. Nein, nicht in Rot. Die ist so gescheckert. Ach so. Also so Blau, Weiß, Rot. Okay, weil, Tricolor. Ja, weil eines irgendwas davon wird, glaube ich, dann für die Kunstflieger auch noch da sein. Oder für die Red, für die, ja, Red, genau. Arrows vielleicht. Ja, oder für die Fretchen. Es gibt sogar vier. Es gibt die dann nochmal in so einem dunklen Grau. Dann gibt es dann die in Blau mit dem Tricolor. Und dann gibt es noch eine rote. Genau, weil die roten müssten dann die Kunstflugstaffel der Royal Air Force sein, die Red Arrows. Mhm. Und das ist halt klar, halt, es ist halt ein Ausbildungsflugzeug für angehende Piloten halt. Dass man sich halt dafür halt entschieden hat, ist natürlich relativ interesting. Könnte man sich überlegen, ob da vielleicht nicht was anderes cooler gewesen wäre. Spezielle Aufmerksamkeit, wie ich gesehen habe, ist hier natürlich das Einfahren des Fahrwerkes. Mhm. Danke, Kobi, dafür. Ja. Ich sage mal so, es gibt Sets, da weiß man, die wird ihre Arten immer finden und dann gibt es dieses Set. Ja, das ist halt, glaube ich, mehr so etwas für wirkliche, ich will sie, also wenn ihr das, für Leute, die das cool finden, ich möchte das nicht schlecht reden, weil ich irgendwie halt... Es baut sich auch sicher lustig und es schaut auch schnittig aus. Es ist halt, es ist jetzt halt kein Flugzeug, wo man sagt, das, ja, das instant. Ja, genau. F-15 zum Beispiel. Ja. Ich habe erst gestern, das war im Halbschlaf, eine Doku gesehen über Tarnkappenbomber und Flieger von den Amis, die teilweise sehr, sehr hoch fliegen können. Sowas wäre mal cool, oder so eine alte... Eine U2, wir so eine U2 haben? Ja. Puh. Das wäre ja. Wenn man sagt, dass einem Schwarz zu bunt ist und man hätte gern etwas in einer ordentlichen, neutralen Farbe, wie Grau... Mut zu Grau. Dann hat man hier die Möglichkeit, seine Liebe für Grau Ausdruck zu verleihen. Eigentlich ist das perfekte Set für Bernd das Brot. Vermutlich, ja. Ich hätte es nicht besser sagen können. Deswegen sage ich was anderes. Wir haben jetzt diese Zugreihe von Kobi, die Lokreihe. Da gibt es die BR-52 in verschiedensten Ausführungen. Es kommt demnächst dann so ein Auflieger, Legerwagen, wie auch immer, wo diese 1:35 Tanks draufpassen, also zumindest Company of Heroes konform. Da haben wir jetzt in dieser Zug Reihe haben wir jetzt eine Kriegslok, die auch tatsächlich so aussah und soll, so sagt man, einen wahnsinnigen Spaß gemacht haben. Steht bei uns in der Auslage, also bei uns, bei mir in der Auslage, kann man sich anschauen. Vielleicht kann ich den Christian, nicht dich, den anderen Christian überreden, dass wir da ein Video machen, weil er hat es gebaut und er hat gemeint, er hat ein Wochenende wirklich schönsten Spaß. Er hatte immer ein Grinsen im Gesicht und vielleicht will er das euch vermitteln. Wenn nicht, dann kann er ja hinter der Schattenwand verschwinden. Ja, genau. Ich kann ihm ja verpixeln und eine andere Stimme geben. Ich habe dieses Set bei der Klemme gekauft. So, ne? Das kann man auch machen, wenn er will. Ja, kommt mit Schienen dazu, die sind irgendwie doch nicht so gut angekommen dann. Also die Schienen haben noch Potenzial nach oben. Ach so, okay. Ja, von der Optik her. Mhm. Ja. Die Lok selber ist toll. Ich vergleiche das immer mit den Schiffen. Das ist halt ein Landschiff. Zumindest von der Bauweise her werden die sich durchaus ähneln bisweilen. Aber ja, kann man wirklich machen. Ja. Und die ist nicht klein? Nein, überhaupt nicht. Die ist wirklich riesig. Also das ist ein... Da hat man was dann. Was haben wir da? 67 cm lang. Das ist schon... Davon träumen andere. Naja, es gibt Grenzen. Aber ja, 67 cm, die können schon Aua machen. Ich stelle es mal daher. Gut, ja. Das war's mit den Neuheiten vorerst. Wie stehe ich da? Ich muss mich auch ordentlich hinstellen. So. Das war's mit den Neuheiten vorerst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auch demnächst kommen wieder neue Dinge. Vermutlich, vielleicht auch nicht. Liegt auch daran, wie gewisse Dinge mit gewissen Herstellern ausgehen. Sag ich mal ganz nebulös, weil ja, ich war böse, so sagt es das Gesetz oder auch nicht, muss man ein bisschen aufpassen. Und manchmal passieren halt Dinge, die passieren, weil man es sich leisten kann, dass sie passieren. Und andere müssen es passieren lassen, weil sie es nicht leisten können. So ist das Leben eben. Macht ja nichts. Vielen Dank, dass ihr uns die treue hält.
Wenn ihr weiter Content von uns sehen möchtet, dann bitte schreibt das in den Kommentaren, lasst ein Like da, ein Abo und dann ist alles schön und alles gut. Wenn ihr etwas da wirklich toll fandet, in diesem oder vom letzten Video, ihr könnt das alles auch online finden, größtenteils, beziehungsweise hier im Laden, kommt vorbei, holt euch das, plauscht mit uns, wenn ihr ein Video machen wollt, auch das geht natürlich. Mit Voranmeldung natürlich machen wir uns das aus, ganz simpel und einfach. Ne? Wir sind ja unter uns. So ist das. Der Humor kommt wieder zurück. Wir müssen nicht dran arbeiten, aber. Wir müssen dran arbeiten, es muss passieren. Ja. Das ist, wir sind nämlich true. Sagt man das so? Real. Wir sind real. Also Real Talk jetzt, ne? Zwischen uns. Real Talk. Bei uns ist nichts geskriptet. Das können wir gar nicht. Das wollen wir auch nicht. Wir haben nicht die Zeit und die Lust dafür. Oder willst du dich hinsetzen und das skripten? Ich will das nicht. Das will man nicht. Informationen raussuchen, das ist natürlich klar, das gehört zur Arbeit dazu. Aber es kommt raus, was rauskommt. Und manchmal ist man einfach nicht in der Stimmung aus diversen Gründen und dann passiert das nicht so. Ich weiß nicht, entschuldige ich mich jetzt gerade, dass wir nicht so lustig sind. Vielleicht. Vielleicht. Es tut mir sehr leid. Nein, nein, du brauchst nicht entschuldigen. Du bist eh nie lustig. Ja, stimmt. Nein, du bist sehr lustig. Sehr lustig. Ja, wir sind beide sehr lustig. Manchmal. Okay. Aber manchmal passiert das Leben halt und manchmal ist es halt so, wie es ist. Habt Nachsicht mit uns. Hält uns trotzdem die Treue und es wird wieder schöne Zeiten geben. Der Regen wird irgendwann mal aufhören und dann wird die Sonne scheinen. Ja. Bist du ja kein Fan von, ne? Also weiß ich nicht. Also gerade eben war das sehr warm draußen. Das stimmt. In diesem Sinne, gehen wir ins Wochenende. Ja. Kauf mal Gießkannen. Juhu! Mit Gießgebühren. Mit Gießgebühren. Kauf mir die Gießkanne, ja. Ja. Bis zum nächsten Mal. Wir schauen.